Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 1089. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erstmal zwei polierte Bernsteine, was auf jeden Fall schon mal richtig, richtig nice ist, weil wir damit wieder, naja, ein Stück weiter halt kommen. Haben hier erstmal alle Angebote, die klicken wir einfach durch. Haben drei neue Events, aber die interessieren uns eigentlich alle relativ wenig. Genau, wir haben nämlich jetzt schon wieder zwei, lol. 47, also es geht wirklich richtig gut voran, was das angeht. Wir kommen wirklich derzeit so gut mit den Bernsteinen voran, das finde ich wirklich super, weil damit können wir halt relativ zeitnah, also wahrscheinlich eher als ich erwartet hätte, uns Granatenfeuer holen, weil wie schon gesagt, es fehlen jetzt noch knapp 100 Bernsteine und dann ist es schon soweit. Dann können wir bereits den Dings kriegen, hier Granatenfeuer. Heute haben wir Bakasa hier, den können wir gleich erstmal füttern und zwar zweimal. Ein drittes Mal kriegen wir, denke ich mal, auch noch hin. Genau, sieht gut aus. Wunderbar. Und dann kann der erst aber mal wieder los. Dann müssen wir nur mal schauen, wer jetzt noch unterwegs ist, wer nicht soll. So, die Teile haben wir voll. Sehr schön. Das heißt, du kannst weg. Dann können wir einmal hier reingehen. Können dann einmal, wenn es macht, hier reingehen. 5 Stunden. Let's go. 43 Runen. Dann passt das. Dann haben wir hier Joe Hansen. Der hat erstmal nichts für uns. Okay. Hier kriegt man nochmal Runen. Die sammeln wir auch gleich ein. In ein paar 60 Tagen kriegt man dann auch wieder ein paar mehr. Wieso sind denn jetzt so viele Angebote draußen? Das nervt. Die sollen die mal alle wieder reinpacken. Ich finde das nicht geil, was die hier gerade machen mit den ganzen Angeboten. Aber naja, gut. Ich fand es eigentlich besser, wo die schön drinnen wegsortiert waren. Gut, wir müssen jetzt schauen. Wir brauchen einen weniger. Einen Fischsammler. Einer muss weg. Du kannst zum Holz. Du kannst, warte, der kostet Holz, ne? Ne, dann brauchst du nicht zum Holz. Dann können wir nämlich dich gleich wieder reinschicken. Dann ist das nämlich sinnvoller, weil dann trainierst du halt gleich höher. Du kannst los. Du kannst los. Du kannst los. Jetzt müssen wir gucken wegen unserem Fischsammler. Das ist eigentlich relativ guter Fischsammler. Den würde ich erstmal so lassen. Und du kannst eigentlich wieder einfach zum Holz. Dann haben wir das Ding eigentlich schon erledigt, oder? Weil jetzt kannst du wieder los. Dann müssen wir uns einfach hinten jetzt umgucken, wie wir den Rest machen. Die sind los. Oh nein, shit. Jetzt kriege ich den kaum gefüttert. Ich hoffe, ich kriege Fisch aus den Jahreszeiten-Statuen. Das wäre richtig wichtig. Das nochmal eingesammelt. So. Den hat man schon. Genau, du gehst wieder los. Dann haben wir noch einen Slot frei für Holz. Und dann sollte das, wenn ich das hier so sehe, eigentlich ganz gut passen. Wunderbar. Gehen wir erstmal hier hoch. Machen wir die Eisensammler. So, so und so. Der Kollege kann, nee, kann er nicht, der muss wieder so los. Hier kommt Titanradtrain, ist aber das erste Titantraining, also ist jetzt nicht so, oder beziehungsweise ist es das zweite gewesen, ich glaube, ist jetzt die Wahrscheinlichkeit halt nicht so hoch, dass hier was wird. Deswegen gehst du einfach wieder los. Dann kann der jetzt noch los. Wir haben jetzt schon eigentlich fast alles an Holz eingesammelt, genau. Das heißt, mehr Holz gibt es jetzt erstmal nicht mehr, wunderbar. Den haben wir einmal gefüttert, wir bräuchten jetzt noch, naja, 200 Millionen Hammer, das heißt, wir bräuchten 600, 700 Millionen Holz, Fisch. Das ist keiner, okay. Vor allem jetzt kriegen wir das Teil, jetzt wo wir es eigentlich nicht mehr so, so dringend brauchen. Ich meine, wir brauchen Thomas trotzdem und das war das Falsche. Aber nicht so dringend. Und hier haben wir auch gar keinen Fisch drinnen, ne? Nee, das sind nur Pakete. Och nee. Ich gebe jetzt, okay, den 2000 Runen für dich aus. Das ist halt jetzt Mist. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir es noch irgendwie übers Video hinweg zusammen. Das wäre auf jeden Fall gut. Dass wir den halt wieder reinschicken können. Ansonsten müssen wir mal schauen. Jetzt können wir erstmal hier nochmal am Titanrad drehen. Kriegen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen Fisch. Je nachdem welches das ist, kriegen wir auch genug, um zu füttern. Hauptsache einmal füttern können wir. Okay, gehen wir gleich hin. Let's go. Der Kollege. Das kann ich aufwerfen. Muss ich schon wieder voll besiegen. Ja gut, das dauert noch ein bisschen. Flatternebel, okay, den können wir jetzt nicht füttern. Hier können wir am Titanrad drehen. Der wird wahrscheinlich sowieso kein Titan, deswegen ist das wahrscheinlich sowieso egal. Weil der kann einfach wieder los. So, 6 Millionen haben wir gekriegt, den können wir nicht füttern. Du kannst das Training. Nee, kannst du nicht, okay. Hier können wir nochmal schauen, du kannst wieder ganz normal weiter. Okay, also ich würde, wie schon gesagt, jetzt erstmal noch das Problem mit dem Fisch lösen wollen. Das wäre wichtig. Und dann, ich weiß halt nicht, haben wir einen Spießumlauf? Ich glaube es nämlich nicht, dass wir jetzt gerade einen Spießumlauf haben. Deswegen müssen wir einfach mal gucken. Jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Genau, hier können wir gleich losschicken. Dann müssen wir nur mal gucken, ob wir vorher vielleicht noch für die 2000 kommen. Das wäre nicht schlecht. So, jetzt gehen wir ein Stück raus.
Hier nochmal eingesammelt. Fisch haben wir jetzt geringfügig nochmal draufgekriegt, aber wie schon gesagt, das macht nichts aus. Die 1 steht immer noch da. Mal gucken, wann die mal weggehen wird. Oder ob die überhaupt nochmal irgendwann weggehen wird. Oder vielleicht bleibt die auch für immer. Ich weiß es nicht. Gut, du kannst wieder los. Wunderbar. Dann haben wir hier einmal Hakenzahn. Der kann natürlich auch wieder los. Da gehen wir noch weiter mit ihnen reden. Gratis. Kotz und Wirk, wie sieht es bei euch aus? Bei euch können wir einmal ganz normal wieder weitergehen. Dann Flutsimulation. Genau, und los. Und dann haben wir hier noch Flashclubs. Und da können wir am Glücksrad drehen. Da wird aber für uns jetzt nichts Relevantes dabei sein. Also, ja, nee. Ist nichts, wo wir jetzt sagen, oh mein Gott. Oh ja, oh mein Gott, Zahnräder. Und zwar ganze 2 Stück. Ich mache einmal verteidige Berg und krieg 100. Let's go. Dann mach mal schnell 50 Reisen Flashclubs. Damit du auch bei 100 bist. Gut. Ich sehe gerade, warte, wir können ja erstmal gucken. Haben wir denn einen? Nee. Das ist nicht schlecht. Wir kriegen vielleicht noch genug Fisch aus dem Gratispaket für ein weiteres Mal füttern. Wobei, da müssen wir sehr viel Glück haben, weil das sind noch sehr viele Fischis. Wir bräuchten... Nee, schaffen wir nicht. Okay. Wir können das zweite öffnen, dann kriegen wir hauptsache noch ein paar Runen mit drauf wahrscheinlich. Let's go. So, da haben wir noch einmal das nächste Gratispaket. Dann sammeln wir einmal ein. Haben wir einen Sturmschneid, Funkenhüstel, Gronkel. Und dann halt nochmal ein bisschen Holz. Klein wenig Fisch wieder, aber wie schon gesagt, das reicht nicht aus. Der Fisch reicht hier jetzt einfach nicht aus. Hier haben wir nochmal 10 Millionen. Hier haben wir nochmal 7 tägliche. Warte, wir kriegen die nächste Belohnung. Damit können wir uns diesen Geschenkpaket öffnen. Müssen wir mal gucken. Leute, können ja, ich glaube, auch Fisch drin sein. Und dann können wir mal gucken wegen Verteidige Berg. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz sinnvoll. Falls wir die Aufgabe haben, Verteidige Berg, ja. Ey, was ist denn so mit den Aufgaben los? Wir haben einfach kein Glück, so richtig mal eine richtig gute zu haben. Dass wir wieder so, ne, ein paar mehrere fertig kriegen. Na gut, machen wir hier erstmal den Kampf. Nee, so. Und zap, zap. Rein und dann starten wir hier rein und dann gucken wir mal. Wir gehen von hier unten nach oben durch. Damit kriegen wir sogar wahrscheinlich alle Schiffe komplett weg. Wenn ich das hier so sehe, müssen wir halt einmal das Versorgungsschiff hier oben mit einem Feuerball abwerfen. Und dann können wir hier nachhelfen. Und da sind die alle weg und dann ist das fertig schon. Wir wurden einmal getroffen, aber ey, es war knapp. Wir hätten es wirklich vielleicht fast hätten schaffen können. Können, hätten, schaffen. Können, fertig. Können, machen, können. Egal, wir haben es nicht geschafft, leider. Wir wurden einmal getroffen. Ist egal. Wir nehmen die 3 Schlüssel mit. Let's go. So, dann nehmen wir es einmal mit. 1, 2 und 3. Und genau, das sind auch 80 Zahnräder. Also, Fleischklops. Zieh mal los, damit du auch so viele findest. Genau, Bernstein reicht jetzt nicht ganz. Fehlen uns noch 7. Die kriegen wir jetzt aber auch nicht ganz so leicht. Ich habe jetzt okay einen Bock, 6 Aktionen zu beschleunigen. 3 Drachen aufsteigen. Wird auch nicht so leicht. Wir können erstmal die 750 Season-Währung einsammeln. Gehen dann hier rüber, können dann einmal das Season-Geschenkpaket öffnen. Let's go. Und bekommen hier ein bisschen Holz. Okay, aber das ist jetzt das, was wir eigentlich an Fisch bräuchten. Das ist jetzt auch wieder blöd. Aber nochmal 100 Bernstein. Das sollte auf jeden Fall reichen. Dann können wir hier nochmal einsammeln. Damit können wir auf jeden Fall noch einmal füttern. Und du kannst jetzt zum 2 tauschen gehen. Genau. Und dann gehen wir hierher und du kannst einmal gefüttert werden. Aber wie schon gesagt, es reicht halt immer noch nicht. Wir müssen jetzt einfach gucken. Ich würde dich jetzt gerne zum Fisch schicken. Dann müssen wir halt irgendjemanden aus dem Fisch wieder zurückholen. Von hier vorne. Warte, ich weiß wen ich hole. Den hier. Du kommst zurück, weil, hey, guckt euch mal die Sammelmenge an. 45 und 8 Stunden, das ist, das sind fast 400. Naja gut, das sind knapp über 350 Millionen. Das ist ausreichend, vor allen Dingen, wenn es nur 8 Stunden sind, ne, das ist krank. Aber okay. Dann gucken wir hier nochmal rein. Hier haben wir, müssen wir eigentlich auch mal wieder was machen. Zum Beispiel das hier, Funkenhüstel, ja, können wir mal machen. Sammlungen exotischer Drachen, das haben wir sowieso bald fertig. Das müssen wir auch mal machen. Wie ist das mit den Sammlungen exotischer Drachen? Das wäre dann irgendwo hier. Wenn es irgendwann ankommt. Das sind Verteidigerdrachen. Oh. Ja, fehlen ja nur 17. Nur. Okay, aber das sind wir dabei. Dann, was war noch? Das hier müssen wir auf jeden Fall mal machen, weil hier gibt es irgendwann nochmal ein seltenes Paket mit drin. Das wäre auf jeden Fall gut, wenn wir das mal schaffen würden und uns mal reinziehen würden, dass wir das halt, wie schon gesagt, mal
soweit durchziehen. Ansonsten gehen wir jetzt halt erstmal ins Raufen. Hier fehlen nämlich auch noch 10 Kämpfe. Die machen wir vielleicht in den Livestream. Also ich mache von euch aus gesehen jetzt gestern, habe ich einen Livestream gemacht und vielleicht haben wir das hier fertig gemacht. Das müssen wir mal schauen. Wir gehen jetzt zuallererst einmal mit dem Skrill normal rein. Dann gehen wir mit dem Knochenräuber normal rein. Können mit unserem Sturmschneid einmal die Schwäche raushauen. Und wie schon gesagt, wenn wir jetzt endlich mal die nächste Arena erreichen, wäre das, denke ich, mal ganz cool. Ich glaube, man kann auch gar keine Arenen mehr absteigen, oder? War das nicht irgendwie so? Kriegst du nicht dann einfach nur minus 0 oder so, wenn du dort verlierst? Das weiß ich gerade gar nicht genau. Irgendwie sowas war mal. Aber dann müssen wir einfach mal gucken. Das können wir herausfinden. Wenn ich das dann in die nächste Arena geschafft habe, dann ist das ja simpel. Dann kann ich das ja ganz easy rausfinden. Wir müssen noch mal gucken, dass wir jetzt nicht verlieren. Also wärmer denke ich mal nicht, weil wie schon gesagt, Gegner noch ein Drache. Und ja, aber trotzdem, die machen. Also wie schon gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das eigentlich schaffe. Gefühlt kriege ich in Raufenkämpfen immer übelst schnell Schaden und verliere einen Drachen. Und in Spießenläufen, ich weiß nicht, ob die da komplett anders funktionieren oder so, aber dort überlebt man ja irgendwie immer länger. Oder habe nur ich das Gefühl. Ich habe keine Ahnung. Ist, ja. Wir kriegen 33 Trophäen. Kriegen dann noch einmal ein normales Paket und gehen raus. So, dann sind wir hier. Können wir das einmal öffnen lassen. Dann können wir in den nächsten Kampf gehen. Und wenn wir jetzt sogar es schaffen, noch 2 Kämpfe zu gewinnen am Stück, dann sind wir ja schon bei 23.800. Das geht ja, wie schon gesagt, jetzt relativ schnell, weil es sind ja wirklich nur noch 200 Trophäen. Also das sind jetzt nicht viele Kämpfe. Wenn ich es wirklich komplett durchziehen könnte und sagen wir mal, wir sind bei 2.800 jetzt, wir rechnen von 2.800 aus, dann wären das ja nur 7 Kämpfe. Und da könnte ich sogar noch 3-4 Kämpfe verlieren und es wären trotzdem nur 7 Gewinnkämpfe, weil ich ja nur minus 5 Trophäen kriege. Deswegen, das wäre schon geil, müssen wir mal gucken, wie wir das schaffen, wie wir es hinkriegen. Jetzt gehen wir erstmal mit dem Sturmschneid wieder normal rein, holen uns den schon mal weg und greifen dann mit unserem Knochenräuber den brutalen Knochenräuber vom Gegner an. Und dann gucken wir einfach mal. So, du bist weg, wunderbar. Dann Knochenräuber halt einmal normal. Dann Sturmschneid einmal Heilung. Und dann denke ich mal, machen wir hier ganz guten, angenehmen Schaden. So. So. Genau. Sehr schön. Und jetzt können wir einmal mit dem Knochenräuber wieder normal reingehen. Können mit unserem Skrill wieder normal reingehen. Und dann schauen wir doch mal. Oh, Sturmschneid fast weg. Fast nicht aufgefallen. Einmal den hier. Ich denke mal, Sturmschneid wird jetzt trotzdem weg sein, weil der den einfach schreddert. Genau, weggeschreddert. Dann holen wir dich. Dann können wir jetzt mit unserem Skrill wieder die Dreierattacke rausholen. Dann kann der nicht so viel machen. So, dann gehen wir mit unserem Knochenräuber nochmal auf die Stärke. Greifen mit dem Skrill nochmal mit der Dreierattacke an. Greifen mit unserem Knochenräuber nochmal an. Und dann sollte der ja eigentlich schon fast weg sein. Genau, da ist er geschreddert und wir haben gewonnen und kriegen wieder 33 Trophäen. Und dann wahrscheinlich nochmal ein Paket oder sowas. Mal gucken. Genau, ein Paket. Wunderbar. So, dann können wir in den nächsten Kampf noch gehen. Wenn wir den jetzt noch gewinnen, sind wir bei unseren 23.800, kriegen gleichzeitig noch ein Häuptlingspaket, was auf jeden Fall auch ganz geil wäre. Müssen halt einfach mal schauen. Wir gehen zuallererst einmal auf den Kollegen. Und, oh, naja, der Dreifachstachel ist halt auch nicht so geil, ne? Wenn der jetzt auf seine blöde Fünfer kommt, dann werden wir absolut gehäckselt. Das wäre natürlich nicht so geil. Müssen wir einfach mal gucken. Ich hoffe, den kriegen wir jetzt weg. Komm. Das war wieder logisch. Ey. Der hat in 200 keinen Infektionspunkt. Oh. Autsch. Der? Ja, und dann gucken, dass wir den wegschreddern. Und jetzt hat der aber genug Aktionspunkt, um seine blöde Einschläferungsattacke rauszuhauen. Also es wird gerade nur Mist eigentlich. Oh, nee. Komm schon. Es kann doch nicht sein, dass ich gegen 2 Champions verliere, oder? Also kann schon sein. Werden wir vielleicht gleich sehen, wenn es so weitergeht. Einmal so. Einmal so. Das war es wahrscheinlich auch mit unserem Sturmschneid jetzt, schätze ich mal. Genau, der ist weg. Und dann wird unser Knochenräuber jetzt wahrscheinlich genauso geschreddert. Weil ich kann jetzt nichts gegen machen. Ich kann jetzt den hier machen. Wenn ich Glück habe, was ich nicht haben werde, erhalte ich. Na gut, jetzt ist es eigentlich genau so blöd, weil ich kann ihm keinen Schaden machen. Ich könnte jetzt die 4er-Attacke einsetzen und müsste predikten, dass das reicht, aber es wird nicht reichen. Weil wenn ich jetzt den hier mache, außerdem ist meine Stärke dann weg. Oder? Nee, ich habe mir gerade Stärke gegeben. Dann machen wir es. Müssen wir es probieren. Wir haben eh keine andere Wahl. Aber der wird uns jetzt so holen. Nee, noch nicht ganz.
Aber es reicht nicht. Okay, schade. Ah, Mann, ey. Es hätte so schön sein können. Außer ich weiche jetzt aus. Natürlich mache ich es nicht. Mann, wie kann man gegen so simple Gegner eigentlich verlieren? Das tut doch einfach nur weh. Naja, gut, dann sagen wir das noch ein. Let's go. Und kriegen hier Sturmschneid, Knochenräuber, Flüsternden Tod, Wahnsinn, Sepperdonner, Trommler, Regenschneider. Das war's. Weiter geht's nicht. Naja, gut, dann wird es vielleicht doch eher im Stream werden, denke ich mal. Wir können ja jetzt hier nochmal schauen. Wir haben noch eine tägliche fertig. Damit müssen wir auch noch die tägliche fertig haben. Kriegen vielleicht noch genug Fisch? Das wäre jetzt geil. Ja, oder wir kriegen halt nicht genug Fisch. Das ist auch in Ordnung, ne? Das ist. Holz kriegen wir wieder übermäßig hinterhergeworfen und Fisch, da reicht halt wieder nicht aus. Ach Mensch, es hätte sein können, ne? Dann hätten wir den schon auf Level 121 hoch trainieren können, lassen, machen können. Naja, egal. Ich würde sagen, das wäre es an der Stelle erstmal mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Das war richtig, ja. Bis dahin wünsche ich euch sehr viel Spaß und ciao, ciao, Leute.